Moin Moin Freunde, setzt euch an den Shishi-Stammtisch, ich bin Shabi und heute geht es darum, um eine Revolution aus Russland. Wir alle kennen Shisha-Paste von zum Beispiel Hookah Squeeze. Das ist ja wie so eine, ich sag mal, Nivea-Creme, macht man so auf, nimmt so einen Finger raus, halt, wie als ob man sich eincremen will und schmiert es unten in den Kopf rein für mehr Geschmack. Das hier, Space Smoke, darum geht es ja heute, das ist eine für mich Weltneu, also es ist, ich glaube, es ist nicht nur eine Weltneuheit, also für mich, sondern es ist eine, also für uns alle. Jedenfalls, das ist Shisha-Paste aus der Tube mit Nikotin. Und was es eigentlich mit diesem Space Smoke überhaupt auf sich hat, das erfahren wir jetzt. Die Paste besteht aus mineralischer Basis und das Absorptionsmittel ist 100% natürlich. Für die Herstellung wird gereinigtes Glycerin in Lebensmittelqualität genommen, in Klammern stand da auch 99%. Ich nehme an, 99% rein. Es sind naturidentische Lebensmittelaromen drin für die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Zum Beispiel heute ja Orange oder es gibt wirklich cremige Sachen, so wie Oreo oder irgendwas mit Schokolade. Es gibt Fruchtiges, es gibt ja, so süß, sauer, so limettig, zitronig und so weiter und so fort. Und weil es ein Tabakersatz ist, ist natürlich Nikotin drin. Denn es ist Tabakersatz und nicht ein Tabakextra, wie zum Beispiel Hookah Squeeze, was es auf dem deutschen Markt lange Zeit gab oder immer noch gibt natürlich. Aber halt, ich finde, der Hype ist schon länger weg. Naja, jedenfalls, da ist Nikotin drin in der Space Smoke Paste. Und zwar flüssiges Nikotin aus direkter Extraktion von Burley-Tabak. Und Burley-Tabak, für die, die es nicht kennen, das ist dunkler Tabak und stark, weil da halt eigentlich schon relativ viel Nikotin drin ist. Es wird versprochen, eine Rauchdauer ohne Verbrennen von bis zu 2 Stunden. Kleine Story dazu, ich habe gestern, als das Paket von BMB ankam, direkt mal die Paste ausprobiert und ich habe zu viel reingemacht. Empfohlen werden 10 bis maximal 15 Gramm. Zum Kopfbau kommen wir gleich. Jedenfalls habe ich, glaube ich, viel zu viel reingemacht und ich habe geraucht, 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 Kohle nachgelegt, nochmal geraucht. Also wirklich so 3,5 Stunden und da war immer noch Paste, immer noch Rauch, immer noch vollmundiger Geschmack auf jeden Fall. Also passt wirklich auf. Naja, aber apropos Kopfbau, es gibt, natürlich kann man jeden Funnel benutzen. Man kann einen 0815 Billo Funnel, wie zum Beispiel einen Oblaco benutzen, oder auch jeden anderen Funnel, den es auf der Welt gibt. Man kann den rauchen mit HMD, also mit Smokebox, oder auch mit Alufolie und einem Kaminsieb oben drauf oder halt einem Apple on top oder dem Hukain Boss Cop zum Beispiel. Nun gut, aber das Wichtige oder was euch, glaube ich, noch mehr interessiert, ist der Kopfbau. Ach so, ich habe meinen Satz gar nicht zu Ende geführt, ne? Es gibt eine Spaceball, also ein Funnel, der wirklich für diese Paste entwickelt wurde. Jetzt bin ich selber ein bisschen verwirrt. Hab ich den Satz zu Ende geführt? Nun gut, muss ich vielleicht rausschneiden oder ich lasse es drin, um euch genauso zu verwirren. Jedenfalls der Preis für die große Tube. Hier steht keine Grammzahl drauf. Ich weiß es auch ehrlich nicht. Hinten steht immer nur irgendwas auf Russisch drauf, wie man hier sehen kann. Und vorne halt wirklich nur die Orange und der Name Name der Sorte, wie man hier sieht. Jedenfalls die große Tube kostet 15,90 €. Ich glaube, das ist ein okayer Preis, weil das nicht mit in diese nächstes Jahr und übernächstes Jahr erhöhte Tabaksteuer mit eingreifen kann. Wenn ich falsch liegen sollte, berichte ich mich bitte in den Kommentaren da unten, weil alles weiß ich natürlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob Paste mit drin ist oder nicht. Ich glaube nicht. Und mit den 15,90 € mit der großen Tube, die ich gerade gezeigt habe, kann man 8 bis 10 Köpfe bauen. Es gibt aber auch kleine Tuben für 4,90 € und für 4,90 € ist ein mega geiler Preis, denn da kann man 2 bis 3 Köpfe mitbauen, aus der kleinen Tube natürlich. Und ich finde, das ist wirklich perfekt zum Probieren. Und der Kopfbau ist wirklich einfach, denn erstmal schütteln. Ich weiß nicht, das wurde nicht angegeben vom Hersteller, aber ich mache es einfach mal. Weil gestern zum Beispiel habe ich nicht geschüttelt
Und ich fand, man musste es einfach schütteln, weil irgendwie am Anfang war es zu flüssig und dann kam erst die richtige Paste. Naja, dann haben wir, dann machen wir den Deckel auf, meine ich, und nehmen uns einen Kopf, in dem Fall den Hukain Lit Lip Funnel in, ja, Colorway, weiß ich gerade nicht. Und ich mache das mal ein bisschen näher. Machen hier einfach immer drumrum die Paste rein. Beziehungsweise wir brauchen gar nicht wirklich drücken. Die Paste fließt schon aus der Tube raus, wie eine Frau, nachdem sie, weiß nicht, 3 Jahre lang keinen Geschlechtsverkehr mehr hatte und das erste Mal wieder einen Mann abkriegt. Ich würde sagen, warte, so abtropfen lassen. Tada, so muss der Kopf aussehen. Ja, doch, ich kann es sogar länger halten. Naja, so sieht das aus. Also wirklich ein, ja, flüssiger Kopfbau. Flüssig, saftig, wie man das auch nennen mag. Boah, da riecht halt wirklich so krank nach Orange. Bevor wir jetzt zum Kopfbau kommen, noch die letzten 3, 4 Infos im Schnelldurchlauf. Denn man kann sogar mit Unterbrechung rauchen. Also ihr habt gerade den Kopf gebaut, Kohle an, 10, 15 Minuten oder 20 oder 30 oder wie auch immer geraucht und keine Ahnung, irgendwie irgendwas kommt zwischen. Ein Notfall oder kein Plan, euer Hund muss Gassi, eure Katze hat irgendwo hingekotzt oder euer Hund irgendwo hingekackt, irgendwas kommt dazwischen. Ihr könnt die Kohle runternehmen und am Abend weiter rauchen oder am nächsten Tag. Also wirklich, ihr könnt jederzeit rauchen, auch wenn ihr nicht die Paste aufgeraucht habt. Und laut Hersteller ist es auch weniger schädlich als Tabak. Man kann die Paste pur rauchen, so wie wir es jetzt machen. Man kann sie mit Tabak mischen oder nachfüllen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr Tabak habt, der okay, nennen wir mal irgendeine Scheißmarke, XY, weil ich glaube, wenn ich jetzt nur ein oder zwei Marken nenne, die ich persönlich scheiße finde, ist es strafrechtlich negativ für mich. Jedenfalls, Tabak XY ist scheiße und verliert nach einer halben, dreiviertel Stunde Geschmack. Ihr wollt aber weiter rauchen, dann macht ihr einfach die Paste oben drauf und zack, tada, ja, der Kopf schmeckt wieder. 8 Minuten vorheizen, das tun wir jetzt die ganze Zeit. Denn ich habe gerade den Kopf gebaut, mit euch zusammen, und jetzt gerade heize ich den vor. Mit Windschutz braucht der Kopf oder die Paste zum Aufheizen 8 Minuten. Ohne Windschutz sogar 10 bis 12 Minuten. Aber keine Sorge, das Ergebnis ist, glaube ich, vielversprechend. Dazu kommen wir aber gleich. Eine Info habe ich noch, es gibt Stärken. Es gibt Space Smoke ohne Nikotin. Es gibt Space Smoke mit Nikotin, was wir gerade rauchen. Das ist die Stufe 3. Wenn es euch aber sogar die Stufe 3 mit normal viel Nikotin, sage ich einfach mal, zu, ja, ich sag mal, zu lasch ist, gibt es Hardness. Es ist, ich sag mal, eine Sorte, aber ohne Geschmack. Das ist wirklich Nikotin pur. Wie gesagt, das ist Stufe 3 an Nikotin und es gibt Hardness, das macht man dazu. Maximal 20 bis 30 Gramm, glaube ich, laut Hersteller, habe ich gelesen, weil es schon wirklich stark ist, nämlich Stärke 7. Und ich würde sagen, wir haben genug geredet, lasst uns mal wirklich anfangen zu rauchen. Ich schließe den Schlauch jetzt an und dann kommen wir mal zum Geschmack und zum Rauchverhalten selbst. Ach so, das ist ja Stufe 3 von der Nikotinstärke her, was wir jetzt rauchen. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann lasst doch bitte eine Mitgliedschaft da. Da unten, neben dem Kanalnamen müsst ihr da stehen. Auf Stufe 3 kommt ihr in unsere WhatsApp-Gruppe. Auf Stufe 2 kriegt ihr ein Video. Und auf Stufe 1 kriegt ihr Sticker, die ihr benutzen könnt für ja, Livestreams, sage ich mal. Oder für die Kommentare, wie unter diesem Video oder alle anderen Videos auch. Und genau. Und wenn ihr den Kanal nicht unterstützen wollt, was geldtechnisch angeht, dann würde es mich freuen, wenn ihr es nicht getan habt, wenn ihr irgendwie einmal da unten unter dem Kanalnamen auf Abonnieren drücken würdet und die Glocke einschalten würdet auf alle Aktivitäten. So, genug geredet, ich komme jetzt zum Geschmack.
Oha. Alter, ey, das war mein erster Zug. Ich wollte eigentlich. Alter, das ist so ein Sprung ins kalte Wasser gerade. Krank. Das war mein erster Zug. Ich wollte eigentlich nur mal so ein bisschen anziehen, um zu gucken, jetzt nach einer Viertelstunde, wie lange ich noch anziehen muss und so weiter und so fort. Und dann das Video anfangen. Ich mache daraus mal einen kalten Sprung, glaube ich, ins Video oder ins weiterführende Video, in den neuen Clip. Alter. Also nach einer Viertelstunde ist er wirklich sofort da. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Aber bevor wir jetzt zum Geschmack kommen und zum Fazit, möchte ich sagen, auch vom Hersteller ausdrücklich empfohlen, 25 mm bzw. 26 mm Kohle, nicht auf Kontakt natürlich, nicht auf Kontakt. 4 Stück 25er oder 26er Kohle auf den Kamin legen oder also auf die Alufolie beziehungsweise auf die Smokebox, denn der Tabak braucht Hitze. Wirklich mit 4 Stück 10 Minuten, 8 bis 12 Minuten, wie gesagt, vorheizen lassen. Wirklich mit 4 Kohlen. Dann mal anrauchen, gucken, wie es geht und umso mehr Rauch kommt, könnt ihr dann eine runternehmen. Und mit 3 weiter rauchen oder eigentlich auch mit 4 weiter rauchen, weil, wie gesagt, der Hersteller sagt, die Paste braucht Hitze. Es ist einfach so. Die Paste braucht wirklich Hitze. Ich würde einfach mal sagen, ich rauche nochmal, um euch erstmal so die Rauchentwicklung bei den ersten Zügen nach 10, 11 Minuten Warten zu zeigen und dann, wie ich den Tabakersatz, die Paste, auch geschmacklich finde. Also wirklich vom Rauchverhalten extrem krass. Und ich habe auch schon auf Videos, leider auf Russisch, auf deren Videos, auf deren eigenen Videos gesehen, das ist wirklich eine Rauchentwicklung. Jetzt bei meiner Lunge, bei meiner kleinen Lunge nicht zu vergleichen, aber wirklich bei normalem Lungenvolumen eine Rauchwolke, die ist unmenschlich. Die ist wirklich unmenschlich. Und ich muss ehrlich zugeben, ich rauche mit 2 Kohlen drin und eine, wie gesagt, auf Kipp. Also, ich sag mal einfach dumm, 3 Kohlen. Und es kratzt wirklich gar nicht. Das muss ich schon zugeben, es kratzt null. Vom Geschmack kommt eine wirklich krasse Orangennote durch. Ich merke jetzt nicht, ist es Tabak, ist es kein Tabak. Denn es hat einen für mich hohen Nikotingehalt. Also, ich merke schon, da ist schon ein bisschen Druck hinter. Also, jetzt nicht, dass man irgendwie umkippt, zumindest erfahrene Raucher nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht lasch. Ich merke, da ist Nikotin drin. Und das macht auch diese Vollmundigkeit vom Geschmack aus. Es ist nicht so, als ob ich Luft einatme, was dann als Rauch wieder rauskommt, mit ein bisschen Geschmack, also lasch, sondern es ist wirklich eine schöne, schon authentische Orangennote. Also wirklich, da ist nichts dran zu meckern. Und Fazit, was sage ich zum Fazit, Alter? Mein Fazit ist wirklich mehr als überraschend. Ich bin ehrlich, ich habe die Paste jetzt bei der Hooker Club Show, also der russischen Messe, auf Bildern immer gesehen oder auf Videos, Stories, wann auch immer, beziehungsweise wo auch immer. Und muss sagen, für umgerechnet 15,90 € wirklich, wirklich mehr als überrascht, positiv überrascht. Ich würde sogar wirklich jedem weiterempfehlen, der vom Tabak wegkommen will, aber immer noch Nikotin braucht zum Beispiel. Oder falls es in irgendwelchen Bundesländern verboten ist, dort Tabak in einer Bar zu rauchen, ist das wirklich mehr als ein guter Ersatz. Und es ist meines Geschmacks lecker. Rauchwolke ist auf jeden Fall da. Ich habe jetzt Wie lange habe ich jetzt geredet? Am Stück? 2 Minuten ungefähr. Kurze Pause gemacht, ohne zu rauchen. Mal gucken, wie die Rauchentwicklung da ist. Ob man dann nochmal neu anziehen muss. Mal gucken. Nein, muss man wirklich nicht. Also wirklich krass. Ich bin wirklich begeistert davon. Und kann es wirklich jedem empfehlen. Zumindest mal probieren. Ich habe ja gesagt, es gibt diese kleinen Flaschen, wo sind meine jetzt da unten? Einen Moment.
Kurz mal bücken, man wird alt. Das ist ja nicht groß, es gibt auch die kleinen. Wenn man wenigstens ein bisschen interessiert ist, würde ich wenigstens probieren, auch wenn es nur die kleinen, das sind keine Flaschen, Tuben natürlich, auch wenn es nur die kleinen Tuben sind, ich würde es einfach mal probieren. So 4,90 € glaube ich, habe ich gesagt, für 2 bis 3 Köpfe wirklich empfehlenswert. Und sogar die großen Tuben sind wirklich empfehlenswert. Aber naja, ihr bildet euch eure eigene Meinung. Hört nicht auf mich, hört nicht auf andere. Ich oder wir können nur das sagen, was uns so persönlich betrifft oder was wir so persönlich daran finden. Jetzt ist meine Tube wieder runtergefallen. Na gut, Freunde, dieser Zug hier geht auf euch. Und damit sage ich, danke fürs Zugucken. Abo und so nicht vergessen oder ein Like oder ein Dislike, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Kommentar und so weiter. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Macht es gut. Schüsseldorf, Tüdelü.